Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 16. Es geht weiter Richtung Canver. Wir müssen jetzt erstmal weiter diesen Weg hier folgen. Erst dort wieder Ambrosia rufen und mich erlauben. Oh, geht denn schon wieder gut los. Orks auch noch. Oh shit, das sieht halt echt nicht gut aus. Eigentlich hier hin. Hin, ne? Der Weg ist doch zu. Ja, das sieht echt übel aus. Wie gesagt. Canva scheint sich noch nicht geschlagen zu geben. Ob wir in dem Gewirr Gav und die anderen finden? Wir wollten uns in einem Lager am Hafen treffen, wenn etwas schief läuft. Beeilen wir uns. Nebenmission hier oben. Voglard wieder. Falschen um die Freiheit. Oh, das sind überall wieder welche aufkommen. Das Gesetz der Rache. Die Flamme neuer Hoffnung. Na, dann gehe ich das jetzt erstmal an, die Nebenquests. Denk mal, die werden eh nicht so lange gehen. Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl finden. Vielen Dank. Eine gute Wahl.
Wenn das funktioniert, Lois und Theodor. Clive, du kommst wie gerufen. Wie der Zufall es so will, brauchen wir gerade jetzt jemanden mit deinen Vorzügen. Und was wären das für Vorzüge? Deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Wie du dir vermutlich denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Randela ist in einem besonders schlimmen Zustand. Viele Träger in der Hauptstadt haben ihre Herren verloren oder die Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Natürlich bleibt keiner lange frei. Die meisten finden sich in der Obhut des Heeres wieder, ehe sie weit kommen. Doch auch im Heer regiert das Chaos und man ist nicht in der Lage, die neuen Schützlinge zu versorgen. Das bedeutet, dass sie sie verkaufen wollen. Und du willst sie kaufen, damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben. Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwertkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Wie könnte ich ablehnen? Exzellent. Theo, würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen, mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen, ja? Ich werd's versuchen. Das Dorf liegt in Cherdras Zwirn, hinter der Letni-Kluft. Mein Helfer dort öffnet dir das Tor. Ist gut. Ich wünsche dir Glück. Das wirst du sicher nicht brauchen. Na, wir nicht. Man besteckt wieder irgendwas im Hals, ey. Ich könnte kotzen. Verbündet er das Fischerdorf, da waren wir ja. Da waren wir ja. Schon einmal. Und los. Pfleg, Ambrosia. Ah!
Oh, easy. Ich glaube, das war der letzte. Das glaube ich auch. Lass uns zurück nach Boklad. Das ging schnell. Sehr, sehr schnell. Was ist los, Theodor? Still. Das sind die Bedingungen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie sorgfältig bedenkt. Natürlich. Danke. Er wieder. Du kennst ihn? Ja. Und, nein. Doch genug von ihm. Wie lief es unten in Kaschlok? Erledigt. Das Dorf ist nun sicher. Du hast das schnell geregelt. Wie immer. Ich werde Eloise Bescheid geben. Lass dich nicht aufhalten. Clive, sag ihr nicht, dass ich sie beobachtet habe. Das gibt nur Ärger. Ich werde alles erklären, sobald du Bericht erstattet hast. In Ordnung. Dann bis später. Eloise, ich komme gerade aus Kaschlok. Das Dorf ist jetzt sicher. Danke, Clive. Hier, das ist für deine Mühen. Also gut, den Grundstein für unser kleines Projekt hast du gelegt. Den Rest müssen wir selbst erledigen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass unser Angebot für die Träger angenommen wird. Ihr verhandelt also noch? Richtig. Ein Vertrauter hat in unserem Namen mit dem Heer geredet. Doch die Dinge waren schwieriger, als wir erwartet hatten. Eigentlich keine große Überraschung. Wir haben es mit Soldaten zu tun. Und kämpfen ist ihre Aufgabe. Was zählt ist, dass wir am Ende triumphieren. Nun, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen. Das schaffen wir schon allein. Trotzdem, danke, Clive. Clive, du wolltest reden? Der Mann, den ich beobachtet habe, der mit Ell gesprochen hat. Er vertritt das Silberhut-Konsortium, weißt du? Ein großes Handelshaus. Höre ich zum ersten Mal. Nun, jeder Händler in Dalmekia kennt es. Seine Leute sind in der gesamten Republik tätig. Und sie expandieren. Sie versuchen schon seit längerem, Eloise in ihr Netzwerk einzubinden. Ihrer Reaktion nach zu urteilen, würde ich sagen, dass sie beinahe bereit war, das Angebot anzunehmen. Und das würde dich stören? Nein, ich will nur, dass sie tut, was sie glücklich macht. Solch eine Gelegenheit würde ich ihr nie verwehren. Sie hat mich vor der Sklaverei bewahrt. Und seither bemühen wir uns, andere wie mich zu retten. Aber das ist weder das Leben, das meine Schwester wollte, noch das, was sie verdient. Sie soll ihre Träume nicht wieder für mich aufgeben. Sie hat meine Fesseln gelöst. Nun muss sie von ihren befreit werden. Du hast ein gutes Herz. Ich war immer dankbar für das, was sie für mich getan hat. Ich möchte mich revanchieren und sie ihr Leben leben lassen. Doch immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie sie aus. Mir zuliebe. Sie liebt dich. Und ich liebe sie. Deshalb soll es dieses Mal anders sein. Ich will ihr zeigen, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit noch Hilfe brauchen. Ich kann doch auf dich zählen? Immer. Danke, Clive. Also gut, dann gehe ich besser wieder an die Arbeit. Die Träger siedeln sich nicht alleine um. Das ist eine Aufgabe für die Rote Karawane. Okay, das ist erledigt. Dann gehen wir als nächstes nach Kielbrück. Da wird wahrscheinlich der Rachefeldzug weitergehen.
Konserve. Ich bringe euch zu Goltans Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht. Die wird safe sich jetzt hier weiter betteln. Das ist ja hier auch noch nicht vorbei. Du weißt, was du zu tun hast. Clive, ich fürchte, die Zeit des Abschieds ist gekommen. Die Herrscher des Richters ziehen immer engere Kreise. Wir müssen handeln. Auch wenn ich es nicht immer gezeigt habe, möchte ich dir etwas versichern, bevor wir aufbrechen. Ich vertraue dir. Genau wie dem alten Sid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Und ich verstehe nur zu gut, was in dir vorgeht. Aber ist Rache wirklich die Antwort? Auf meine Fragen schon. Nur dafür habe ich seit jenem Tag gelebt. Was wird aus Kielbrück? Aus deinem Werk hier? Es hat seinen Zweck nun erfüllt. Ich habe alles hier für diesen Moment aufgebaut. Meine Kameraden und ich sind uns einig, wofür wir kämpfen und stehen dahinter. Komme, was wolle. Aber unter uns sind auch Menschen, die nicht kämpfen können. Kinder. Alte. Träger, die der Fluch geschwächt hat. Ich könnte ihnen Kielbrück überlassen, nur würde ihnen das nichts nützen. Denn ein Dorf, in dem nur Schwache und Kranke sind, würde nicht lange eine sichere Zuflucht bleiben. Daher, Clive, wende ich mich mit einer letzten Bitte an dich. Nimmst du sie in deinem Versteck auf, damit sie unter deinem Schutz weiterleben können? Natürlich. Danke. Es beruhigt mich, dass ich mir um das Wohlergehen meiner Schützlinge keine Sorgen machen muss. Sie haben sich bereits alle auf Goltans Hof versammelt, für den Fall, dass die Schwarzschilde einfallen sollten. Verstanden. Ich sorge dafür, dass sie das Versteck erreichen. Somit steht meinem Aufbruch nichts mehr im Weg. Leb wohl, Clive. Möge Gwigo uns leiten. Uns alle. Gehen wir. Die Träger warten auf Goltans Hof. Quinten schickt mich. Er will, dass ihr mit mir kommt. Er kann nicht länger für euren Schutz sorgen. Ich schon. Darum bringe ich euch in unsere Zuflucht. Wenn Quinten das entschieden hat, kommen wir natürlich mit. Auch eine bekannte Synchronstimme. Sid. Ohne Quinten würde keiner von uns heute hier stehen. Wir schulden ihm unser Leben. Also werden wir ihm nicht vorschreiben, was er mit seinem machen soll. Aber wenn er denkt, wir wären in Kielbrück nicht mehr sicher, dann nur, weil er nicht damit rechnet, lebend zurückzukommen. Hoffentlich kann er wenigstens seinen Plan zu Ende bringen, damit die Gerechtigkeit am Ende doch noch siegt. Wollen wir es hoffen. Hey! Wo sind die anderen? Sind sie etwa schon weg? Ja, sie sind mit Quinten zusammen aufgebrochen. Nein! Verdammter Dreck! Was ist los? Ich komme gerade vom Gutshof des Richters. Quinten muss den Angriff abblasen. Das Anwesen wird nicht nur von Schwarzschilden beschützt. Da ist auch eine Art Wachhund. Ein verfluchtes Monster. Gegen diese Bestie haben sie keine Chance. Wir müssen sie warnen. Sonst werden sie alle sterben. Nein, das können wir nicht zulassen. Sid, kümmere dich nicht um uns. Geh schnell und warne Quinten. Er darf nicht sterben, ehe dieser dreckige Bastard tot ist. Verstanden. Ich versuche es. Wo ist dieser Hof? Er liegt in einem Wald im Osten, weit hinter Kielbrück. Himmelshall heißt er.
Beeil dich, Sid. Du musst Quinten retten, bitte. Das ist nicht so geil. Digga, das ist aber wieder hier hinten, Alter, in der Mongolei. Das reiht dich doch nicht alles. Boah, ja ewig. Schneller! Ja, das ist das Anwesen. Das ist, wie ich sagte, in der Quest, wo wir dort noch spielen. Wie schrecklich. Mist. Wir kommen zu spät. Oh, shit. Quinten, du lebst noch. Ich lebe noch. Aber meine Kameraden habe ich alle verloren. Sie folgten mir, ohne jemals an mir zu zweifeln. Und ich führte sie in den Tod. Das ist wohl der Wachhund. Quinten. Finde den Richter. Geh schon. Aber... Aua. Deine Kameraden haben für dich gekämpft. Für deinen Plan. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Du hast recht. Digga, übelste Zehen geschlagen. Den Kampf. Oh. Ekelhaft. Also war es gar kein Wachhund. Nein. Nur eine böse Bestie, die sterben muss. Zu einfach. Wären wir doch nur früher gekommen. Ist es vorbei? Ist es. Er schrie, flehte um Gnade. Und ich habe ihn aufgeschlitzt. Genau wie in meinen Träumen, Nacht für Nacht. Alles dafür. Die Zuflucht in Kielbrück. Die Träger, die ich befreit habe, um sie für meinen Plan zu gewinnen. Nur für diesen Moment. Gerechtigkeit, oder? So glaubte ich. Meine treuen Kameraden, sie gaben ihr Leben, alle, damit ich einen Mann töten kann. Quinten. Quinten! Oh, Gwegor sei Dank. Du lebst noch. Du zum Glück auch. Es tut mir so leid. Ich wollte euch warnen vor diesem... Beast.
Leider war das nicht alles. Ich habe schlechte Nachrichten. Kielbrück schwemmt in Äther. Was? Das ist schlicht. Kielbrück. Das sind Schwarzschilder. Sie müssen uns knapp verpasst haben. Und dann kam die Flut. Es könnte noch jemand drinnen sein. Warte, Quinten! Du Scheiße. Verdammt. Im Äther hält Quinten nicht lange stand. Dann sollten wir uns beeilen. Den da! Quinten muss aus dem Äther raus. Ich glaube, dass das schon zu spät ist. Ja. Quinten! Quinten! Sieh mich an! Er lebt noch. Es ist nicht zu spät. Ich hol dich heraus. Willkommen zurück unter den Lebenden. Was ist mit Kielbrück? Vollständig überflutet mit Äther. Verstehe. Jetzt ist alles vorbei. Mein Weg zur Vergeltung, ein Pfad der Verwüstung. Du hast viel durchgemacht, Quinten. Du brauchst jetzt vor allem... Digga, dass der das überlebt hat, ist crazy. Warum? Ich hab gedacht, er stirbt. Mein Leben hat seinen Sinn verloren. Was bleibt, ist nichts als Leere. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Was redest du für einen Unsinn? Was ist denn mit uns? Warum hast du uns befreit? Wir wissen, dass wir mehr für dich sind als bloße Werkzeuge für deine Rache. Ich hatte Angst um dich, Quinten. Ich bin so froh, dass du lebst. Ich habe für dich gebetet. Bestimmt hat das geholfen. Wird jetzt wieder alles wie vorher? Können wir wieder mit dir zusammenleben? Dein Lebenswerk ist noch nicht vollbracht, Quinten.
Wir sind dir gefolgt, weil wir dir vertraut haben. Und das tun wir noch immer. Kielbrück magst du verloren haben. Nicht aber deine Kameraden. Sie verlassen sich noch immer auf dich. Aber warum? Sie müssen verrückt sein. Warum sollte mir noch jemand vertrauen? Weil wir eine Familie sind. Familie? Ja. Und so haben das auch die anderen gesehen, die dir gefolgt sind. Kielbrück war mehr als nur eine Siedlung. Es war eine Gemeinschaft. Richtig. Und solange wir einander haben, bleibt das auch so. Wir fangen von vorn an und bauen ein neues Kielbrück. Hier, auf diesen Hügeln. Ein Neuanfang. Ein altes Leben endet, doch ein neues beginnt. Warum sollten wir nur eine Siedlung bauen? Warum nicht gleich eine Stadt? Uns hält nichts auf. Das ist der Anführer, den wir kennen. Nein, ich bin niemandes Anführer. Ich bin einer von euch. Schließlich sind wir eine Familie, oder nicht? Danke, dass du diese Leute aufnehmen wolltest. Aber wie du gehört hast, bleibt meine Familie hier, mit mir. Das freut mich zu hören. Allerdings hast du eine Belohnung für deinen Einsatz verdient. Du hast mich 2-mal gerettet, wenn nicht noch öfter. Zu etwas gutem Wein würde ich nicht Nein sagen. Die Bitte erfülle ich dir gern. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Jahrgang der bislang beste werden wird. Du musst dich nur noch ein wenig gedulden. Darauf warte ich gern. Ob es einen Teil 3 davon geben wird? Man wird sehen. Aber das ist erledigt. Kielbrück ist zwar verloren, aber seine Bewohner können weiterleben. Mit Quinten zusammen. So, Marthas Rast haben wir hier auch noch diese eine Nebenquest. Clive, genau dich wollte ich sprechen. Ja? Was gibt es? Einige von Sir Wades Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Oh. Natürlich habe ich nichts gegen da waren wir ja. Die Jungs, kurz. Die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten. Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokobo-Ställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler. Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Wir können sie ja schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein richtiges Zuhause. Und das ist es, wobei ich auf deine Hilfe gehofft habe. Wenn es keine zu große Last ist. Easy. Natürlich nicht. Danke, Clive. Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Nun, ich denke, am besten dafür geeignet wäre wohl Eastpool. Eastpool? An das wurde auch komplett zerstört. Ich habe schon lange nicht mehr gedacht. Eine komplett ausradiert. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem.
Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet und macht keine Anstalten zu verschwinden. Üble Gesellen, sag ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend in Angst. Ich hätte sie längst ausräuchern lassen, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt können wir auf ein paar weitere Hüter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit, zuzuschlagen. Was meinst du? Willst du den Überfall anführen? Gern. Eastpool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Die Männer werden dir mit Freuden folgen. Ich habe bereits mit Sir Wade darüber gesprochen, wie wir den Ort zurückgewinnen können. Ich denke, er hat auch ein paar eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Mach ich. Zurück nach Eastpool also. Noch nicht. Erst reden wir mit Sir Wade. Tja, das werden wir dann nächste Folge machen. Dann werden wir mit Sir Wade reden, Eastpool hoffentlich befreien und die Nebenquest dann abschließen. Ja, und dann Hauptstory weiter, ne? Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.